Heute mal ein kleines Sitz für zwischendurch. Von der Firma Moog. Ich hole mal die Packung. Firma Moog. Die 025001, 640 Teile. Handelt sich hier um so ein, ich nenne es mal Formelauto, im Maßstab 1 zu 14. Das kommt hier in so einer, nicht besonders gut gefüllten Packung. Also da hätte man auch wieder eine viel kleinere Packung machen können. Aber das kennt man ja. Angetrieben wird das Ganze von so einem Modul. Akku und Motoren sind hier drin. Antrieb hinten, Lenkung vorne. Das lädt jetzt hier gerade über so ein Kabel. Gut. Riesig große Fernbedienung. Also die ist wirklich sehr, sehr groß. Im Vergleich. Können Sie mal hier gegen den Motor. Viel größer als andere. Mit Fake-Tasten hier oben, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass die eine Funktion haben. Witzig sind die bei Moog auch. Ich weiß jetzt nicht, warum hier so eine extra Tüte mit diesen Pins drin ist. Naja, gut. Vielleicht fehlen die ja. Denn man freut sich. Oh, nummerierte Tüten. Aber wie wir hier sehen, alle Tüten haben die 1. Das heißt, wir müssen trotzdem alles auskippen. Gibt keine Bauabschnitte. So, dann haben wir in der Anleitung eine Verbesserung. Die bezieht sich auf 1, 2, 3, 4 Abschnitte, Bauschritte. Und dann mal gucken. Und hier Aufkleber. Die, ja, mal gucken. Ob wir die drauf machen oder nicht. Ich meine, die Anleitung, die hält sich hier echt in Grenzen. Das sind reine Bauanleitung, 37 Seiten. Also tatsächliches Bauen 34 Seiten mit 64 Abschnitten. Ach so. Okay. 64. Und ganz vorne ist dann die 65 in diesem Extrablatt. Haben Sie wohl vergessen oder was? Das ist eine Korrektur. Na gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Bauen. Muss man ja doch alles auskippen, wie man sieht. Und Reifen, Räder, hier ist auch noch eine Stange. Achso, die Stange ist dann fürs Helo-Andeutung. Ich meine, das sieht jetzt, man sieht es jetzt schon auf dem Bild, dass das nicht toll aussehen wird. Aber ist ein kleines Modell. Mal gucken, wie groß es dann am Ende ist. So, hier mal ein kurzes, wie das funktioniert. Manchmal geht. Jetzt geht gar nicht mehr. Funktioniert das Modul nicht mehr. Die Länge bleibt also hängen. Katastrophe, das Ding fährt einfach weiter. Jetzt.
Manchmal geht es richtig, manchmal sagt er sich, ich fahre einfach weiter, hier wie jetzt gerade. Und die Lenkung bleibt einfach hängen. Katastrophe. Ja, das Ding wird wieder zerlegt und mehr ist nicht tauglich.